Hallo bei Bildner TV und zu einem ersten Video zur PowerShot G7 X Mark III. Heute geht es vor allem um eins, die edle Kompakte von Canon kennenzulernen. Wir schauen uns an, was im Vergleich zum Vorgänger neu ist und wie das Bedienkonzept aussieht. Wo sind welche Knöpfe, wo sind die Schalter, was bedeuten sie? Damit ihr einen perfekten, reibungslosen Um- oder Einstieg mit eurer neuen Canon hinbekommt. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich freue mich, dass ihr wieder bei Bildner TV reinschaut, eurem YouTube-Kanal zur Fotografie, zur Kameratechnik, Bildbearbeitung, Office-Themen und zum digitalen Leben. Canons G7-Serie an feinen Kompaktkameras ist nun in der dritten Generation auf dem Markt. Wer die Vorgängermodelle kennt, der wird sich sofort mit der G7 X Mark III vertraut fühlen. Bis auf den von oben nach unten gewanderten Schriftzug G7X vorne am Gehäuse entdeckt man nicht viel Neues auf den ersten Blick. Wenn man ein bisschen genauer hinsieht, ist im direkten Vergleich zur Vorgängerin Mark II aber das Gehäuse ein bisschen schmaler geworden und, das erfährt man dann eher aus den technischen Daten, sie ist auch ein bisschen leichter geworden. Eine noch bessere immer dabei Jackentaschenkamera also. Die entscheidenden Neuerungen der G7 X Mark III verbergen sich allerdings nicht außen, sondern eher innen im Gehäuse. Die wichtigste Neuerung ist ja fast immer so bei einem neuen Kameramodell. Sie besitzt jetzt einen neuen CMOS-Sensor, der heißt Stacked CMOS mit 20,1 Megapixeln Auflösung. Aus dem neuartigen Sensor, den übrigens auch die G5, also die größere Schwester G5 X Mark II hat, und aus dem schnelleren Prozessor, Digic 8 heißt der, ergeben sich einige Vorteile, die sich bei der G7 X Mark III vor allem in einem heftigen Geschwindigkeitsschub äußern. Während die Mark II maximal 8 Bilder pro Sekunde lieferte, schafft die Mark III Reihenaufnahmen bis zu 20 und im sogenannten Raw Burst Modus sogar bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Klingt toll, hat aber einen Wermutstropfen. Bei Serienaufnahmen funktioniert nämlich das Autofokus-Tracking nicht. Man kann also bei Serienbildern keine Motive mit dem Autofokus verfolgen. Allerdings ganz nebenbei mit dem kontrastbasierten Autofokus-System der G-Modelle belegt Canon im Vergleich zu anderen Herstellern, ich denke da vor allem an Sony, sowieso keine Spitzenplätze. Die G7 X Mark III hat ein neues, kompakteres RAW-Format mit der Bezeichnung C-RAW, also C-RAW. Das ist komprimiert, auch verlustbehaftet komprimiert, was zu minimalen Qualitätsverlusten führt. Die Daten sind deutlich kleiner als beim richtigen RAW-Format, also bei dem unkomprimierten. Und in der Praxis, muss ich allerdings sagen, fällt dieser Qualitätsverlust bei normalen Fotomotiven, die richtig belichtet sind, gegenüber den größeren RAW-Dateien überhaupt nicht auf. Also wenn es um spezielle Belichtungen allerdings geht, wie zum Beispiel in der Astrofotografie, wo man mit hohen ISO-Werten und sehr finsteren Motiven belichtet, würde ich dann aber lieber doch das richtige unkomprimierte RAW-Format verwenden. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit für 4K-Videoaufnahmen, State of the Art, kann heute jede, und das aber interessanterweise bei vollem Bildausschnitt. Das heißt, der bei manchen Digitalkameras vorhandene Crop-Faktor beim Filmen ist bei der G7 X Mark III zunächst mal kein Thema, sofern die interne Bildstabilisierung abgeschaltet ist bzw. auf die Stufe Low, also niedrig gestellt ist. Filmt man dagegen mit aktivierter Bildstabilisierung in der Einstellung Standard, gibt es einen Crop-Faktor, der ist auch noch minimal von 1,1. Bei der Einstellung High für den Bildstabilisator, dann gibt es allerdings einen Crop-Faktor von 1,43 und das ist schon heftig. Eine Erklärung zu diesem Crop-Faktor-Thema. Viele Kameras verringern bei 4K-Aufnahmen die Aufnahmefläche des Sensors. Der wird also kleiner, was zu einem Beschnitt des Bildwinkels führt. Das größte Problem dabei ist, dass man dann eben die Weitwinkelaufnahmen nur mit Reduzierung der Brennweite verwenden kann. Man kann also nicht mehr mit dem gleich großen Bildwinkel wie beim Fotografieren mit diesem Weitwinkel filmen. Die G7 X Mark III ist also hier im Vorteil, weil eben auch die kürzeste Brennweite des internen Objektivs, des 24 mm, ebenso fürs Filmen verfügbar ist. Also YouTuber und Vlogger, die übrigens eine Kernzielgruppe für diese Kamera sind, die wird es freuen, weil man eben wirklich den maximalen Bildwinkel auch beim Filmen zur Verfügung hat.
Neben den normalen Filmaufnahmen hat die Kamera noch eine Zeitlupenfunktion mit 120 Bildern pro Sekunde in HD und eine Aufnahmemöglichkeit für 4K Zeitraffergeschichten, zum Beispiel so Star Trails, also der sich bewegende Himmel in der Nacht. Auch ganz praktisch, wenn man Panoramen liebt, wenn man im Modus Panorama Aufnahmen macht, dann kann man so ganz automatisch so richtig breite Formate fotografieren. Noch eine interessante Neuerung, die vor allem Freunde der Nah- und Makrofotografie interessieren dürfte. Man kann jetzt mit der G7 X Mark III mit automatischem Focus Bracketing Reihenaufnahmen mit unterschiedlichem Schärfepunkt aufnehmen. Solche Schärfeserien, die dann eben aus mehr oder weniger vielen Bildern besteht, die werden abschließend per Computer so kombiniert, dass praktisch eine extrem ausgedehnte Schärfentiefe erzielt wird. Wer mehr zu dem Thema erfahren will, schaut in unsere Playlists. Wir haben zum Thema Focus Bracketing bzw. Focus Stacking schon Workshop-Videos auch zu anderen Kameras gemacht. Also da findet ihr dann die Grundlagen. So, was ist noch neu? Der elektronische Verschluss, der ist neu. Üblicherweise fotografiert man ja mit einem mechanischen Schlitzverschluss, der so vorm Sensor entlangläuft. Der neue Sensor ist aber eben auch für die elektronische Auslösung ausgelegt, so wie heutzutage eigentlich auch üblich bei den allermeisten Kameras. Deshalb kann man mit der G7 X Mark III praktisch absolut geräuschlos fotografieren. Also das Auslösen, da klackt es dann nicht mehr, sondern ist absolut geräuschlos. Interessanterweise sind auch Belichtungszeiten mit dem elektronischen Verschluss bis zu einer 25.600 Sekunde möglich. Die Funktion Tonwertpriorität, die kennt man schon seit einigen Generationen bei den Kameras, die wurde laut Canon nochmals verbessert. Und damit lassen sich vor allem zum Beispiel ausgefressene Lichter jetzt bei Himmelsansichten, also wenn man Landschaften macht und der Himmel sehr hell ist, also das lässt sich vermeiden, dass da einfach alles komplett überbelichtet wird. Es bleiben also Strukturen erhalten, die ansonsten komplett weiß würden. Was ist noch? Die Anbindung an Mobilgeräte, Drucker, Webdienste, das klappt jetzt recht einfach über Bluetooth oder über WLAN. Was auch ganz interessant ist für Vlogger oder YouTuber, bei Bedarf kann man per WLAN über einen Router, über den Online-Dienst Canon Image Gateway Livestreamings auf YouTube durchführen. Das haben wir jetzt nicht direkt ausprobiert, aber wie man im Internet auch in diversen Foren immer mal liest, ist die Einrichtung wohl ein bisschen hakelig. Also da muss man ein bisschen sich mit beschäftigen, damit man dieses Feature auch wirklich nutzen kann. Wie die Anbindung an YouTube und Livestreams funktioniert und welche technischen Feinheiten die G7 X Mark III außerdem bietet, erfahrt ihr übrigens noch viel genauer als jetzt hier bei den Videos in unserem Buch zur Kamera, das unser erfahrenes Fotografen- und Autorenduo Kira und Christian Sänger geschrieben haben. Dort könnt ihr auch in Ruhe nachlesen, wie man mit der Kompakten von Canon ganz effektiv fotografiert, welche Aufnahmemodi sie hat, wie man den Autofokus ausreizt, wie man filmt und die Kamera sogar an individuelle Bedürfnisse anpasst. Also schaut euch den Link hier unten an, der euch direkt zu unserem Online-Shop bringt. Okay, nach der ganzen Technik, die in der neuen G7 X Mark III steckt, schauen wir uns die Kamera mal von allen Seiten an. Wer schon mal eine Canon in der Hand hatte, erkennt sofort das klare und wirklich bewährte Bedienkonzept. Die wichtigen Bedienelemente sind an den üblichen Plätzen, die man auch gewohnt ist von den Kameras, nicht nur von Canon, auch von anderen Kameras. Aus meiner Sicht aber noch viel wichtiger als diese offensichtliche Layout-Verteilung an Knöpfen und Schaltern, die man auch von anderen Kameras eben kennt, ist das Kameramenü. Oder wahrscheinlich sogar gerade, weil ich selbst beruflich mit Fuji arbeite und auch schon öfter Sony-Kameras in der Hand hatte, finde ich das Kameramenü von Canon einfach um Klassen besser, sympathischer, aufgeräumter als eben bei anderen Herstellern. Also schneller und übersichtlicher geht's eigentlich kaum noch. Außerdem, und das ist ein großer Pluspunkt, ist das Touch-Display konsequent auf die Bedienung der Kamera und der Menüs ausgelegt. Also ich kann per Touch in den Menüs navigieren. Ne? Bei anderen Herstellern funktioniert das nicht immer. Also man kann praktisch überall mit dem Finger Befehle auf dem Display aufrufen oder eben auch bestätigen. Ich finde, so geht moderne und einfache Bedienung. Da können sich andere wirklich mal eine Scheibe abschneiden. Also schauen wir uns die Kamera noch mal kurz an. Vorne, also zuerst mal von vorne, da sieht man natürlich das Objektiv, das man schon von der Vorgängerin kennt. Da hat sich nichts geändert. Das ist ein 24 bis 100 mm. Und ist damit ein bisschen kürzer als das vergleichbare Zoom-Objektiv der großen Schwester G5 X Mark II. Die hat 20 mm mehr.
Allerdings hat es die gleiche Lichtstärke von 1,8 bis 2,8. Also es ist ziemlich gigantisch. Sobald man die Kamera einschaltet, wird das Objektiv automatisch ausgefahren. Das kennt man ja. Am Objektiv vorne angebracht ist ein Steuerungsring, mit dem man je nach Aufnahmemodus die Blende oder die Belichtungszeit verstellen kann oder eben auch den Zoom, also die Brennweite verändern kann. Neben dem Objektiv ist eine kleine Lampe, die entweder den Autofokus unterstützt oder jetzt diese roten Blitzaugen verhindert, indem sie kurz vor der Aufnahme leuchtet oder eben den Countdown beim Selbstauslöser anzeigt. Dann ist da noch der integrierte Blitz obendrauf, den man mit dem entsprechenden Hebel an der Seite ausklappen kann. Auf der Oberseite rechts sitzt logischerweise wie immer der Auslöser. Der Ring um den Auslöser ist ein Zoom-Regler, also so eine Zoom-Wippe, mit dem man die Zoom-Stufe bzw. die Brennweite des Objektivs von Stellung W, also Weitwinkel, bis T, Tele, verändert. Mit dem Belichtungskorrekturrad kann man super praktisch, also ich persönlich finde das super praktisch, ganz, ganz schnell die Bildhelligkeit verändern. Den Aufnahmemodus stellt man natürlich mit dem Moduswahlrad ein. Und noch was oben auf dem Gehäuse, da ist eine schmale Öffnung und dahinter befindet sich das integrierte Stereomikrofon, das man fürs Filmen braucht. Und dann gibt es da noch drei kleine Öffnungen und darunter befindet sich der kleine Lautsprecher, der eben die Pieptöne oder eben, wenn man Filme abspielt, auch den Sound wiedergibt. Die wichtigsten Bedienelemente sind wie immer auf der Rückseite angebracht. Der Monitor hat eine Diagonale von 3 Zoll und eine Auflösung von 1,04 Millionen Pixeln. Das ist jetzt nicht gigantisch, aber reicht völlig aus. Die Touchscreen-Funktion, hatte ich vorhin schon drüber gesprochen, die klappt sowohl beim Fotografieren und Filmen eben auch bei den Menüs und auch bei der Bildkontrolle. Also wenn man irgendwie zoomen will oder hin und her wischen, klappt das auch. Das Display ist um 45 Grad nach schräg unten und etwa um 180 Grad nach oben, eben für Selfies oder Selfie-Videos, klappbar. Rechts neben dem Display ist die Sterntaste, mit der man die Belichtung bzw. auch die Blitzleistung speichern kann, also kurzzeitig speichern. Das Einstellungswahlrad darunter, das braucht man für die Auswahl von Belichtungswerten oder Funktionen im Menü oder auch bei der Bildbetrachtung, um durchzuscrollen durch die Bilder. Dann haben wir noch die Movie-Taste, logisch für Filmaufnahmen zum Starten und Stoppen, und die Multifunktionstaste unten, diese runde Taste mit 4 Richtungstasten für die Funktion Betriebsart, also einzelne Serienbilder Selbstauslöser, die Funktion Blitzsteuerung, dann unten die Info-Taste und die Taste für den Fokusbereich links. Mit der letzteren schaltet man zwischen Makrofotos, also für Nahaufnahmen, dem normalen Fokusbereich und dem Scharfstellen per manuellem Fokus, also MF, um. In der Mitte von diesem Einstellungswahlrad sitzt die Taste Q bzw. Set. Nach einem Druck auf diese Taste erscheint beim Fotografieren oder beim Filmen das Schnellmenü auf dem Display, über das man dann schnell Zugriff auf viele Funktionen hat. Hat man vorher das Kameramenü aktiviert, werden mit der Q-Taste oder der Set-Taste Menüeinstellungen übernommen. Also wenn man irgendwo einen neuen Befehl aktiviert, dann klickt man nochmal auf die Set-Taste und quittiert praktisch den neuen Befehl. Das Kameramenü ruft man über die Taste Menü auf, die ist rechts unten. Die Wiedergabetaste, Play-Taste links daneben, die bringt eben die gespeicherten Bilder und die Videos aufs Display. Das ist eigentlich Standard. Auf der rechten Seite der G7X Mark III, also rechts von hinten betrachtet, sind die Anschlüsse, die man da auch erwartet, USB-C und HDMI. Was bei dieser Kamera oder bei solchen Kameras jetzt nicht unbedingt zu erwarten ist, ist sogar ein Anschluss für ein Mikrofon vorhanden, also für 3,5 mm Klinkensteckermikrofone. Das spielt natürlich in den Bereich Vlogging, YouTubing rein, weil der Sound des internen Mikrofons nicht gigantisch ist, logisch. Ist nie bei solchen Kameras. Man braucht also schon ein externes Mikrofon und das kann man eben da auch anstecken. Direkt bei der Anschlussbuchse für den Klinkenstecker ist dann auch noch diese Blitztaste, mit der man den internen Blitz ausklappen kann. Was noch? Ja, unten auf der Unterseite vom Kamerabody gibt es natürlich das Stativgewinde und den Schacht für Akku und Speicherkarte. Also alles in allem ein absolut solides, bewährtes Bedienkonzept, das man von anderen Kameras kennt.
mit dem man sich als Canon-Fan sowieso, aber auch als Neueinsteiger absolut schnell anfreunden wird. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit einem ersten relativ umfangreichen Überblick über die aktuelle G7 X Mark III von Canon. Wenn ihr euch spezielle Workshops oder Infovideos zu dieser PowerShot-Kamera wünscht, schreibt eure Ideen einfach unten in die Kommentare. Wir haben noch mehr Clips zur Mark III geplant. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr garantiert nicht, wenn neues Material da ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, ich würde mich freuen. Ich freue mich auch darauf, euch hier vielleicht bald wiederzusehen. Bis dahin, habt Spaß mit der Kamera, mit der Fotografie, seid kreativ und vor allem bleibt gesund. Bis dann, ciao.